Herzlich willkommen bei Campus TV. Die Universität Bremen. Eine vermeintliche Idylle. Doch hinter der im Umbau begriffenen Fassade ist die Lage ernster, als man denkt. Immer mehr Studenten klagen über die zunehmende Wohnungsnot. Allerdings ist vielen der tatsächliche Ernst der Lage nicht bewusst. Wir haben einen der Betroffenen durch seinen Tag begleitet. Ja, moin, ich bin Ernst, ich sitze hier so rum, mache ein Interview und vielleicht gibt es auch ein bisschen Kohle, weiß ich noch nicht, muss mal gucken. Also ich bin da eigentlich hier, weil ich irgendwie ein bisschen Probleme hatte, eine Wohnung zu finden. Ich meine, kennt ja jeder Bremen, so eine schöne Stadt, so viele Menschen und sowas. Deshalb bin ich ja auch hier, ja, schöne Stadt, schöne Menschen, ha. Bin säuberlich, mach mich sehr gern sauber und so. Ich gehe sogar manchmal irgendwie mich sauber machen im Unisee oder sowas, so zwei... dreimal die Woche vielleicht sogar. Manchmal habe ich auch Shampoo dabei oder so. Ist auch ganz cool für die Haare. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wenn es ein bisschen kalt ist am See, ist natürlich scheiße. Willst du reinspringen, plötzlich ist da eine Eisschicht, haust dir die Birne kaputt, alles mögliche. Ja, kennt ja jeder wahrscheinlich. Und also, da gehe ich auch ganz gerne irgendwie mal in die Dusche umkleiden hier irgendwie. Was heißt Dusche umkleiden? In die Dusche und in die Umkleiden. Man kleidet sich ja meistens nach oder vorm Duschen irgendwie mal um oder so. Und dann... gehe ich da so rein, gehe mich da duschen, das ist immer ganz cool. Meistens sind noch ein paar Leute da, was so die Judokas oder so, sind meistens auch irgendwie feinmotorisch nicht so begabt, lassen dann ganz gerne mal die Seife fallen. Ja, vielleicht erstmal dazu, wie ich irgendwie dazu gekommen bin, ein Zelt einzuziehen. Weiß nicht, ihr kennt ja sicherlich alle die Wohnsituation in Bremen, ist recht heikel zu machen. Es gibt einfach irgendwie, egal wo du suchst, irgendwie auf dem schwarzen Brett dann bei WG gesucht, sonst wie, gibt es was, was ich, wie viele Bewerber. Ich meine, die meisten Leute, wenn sie alle E-Mails durchlesen würden, wären sie am Ende irgendwie... was weiß ich, 2 Jahre älter und hätten vielleicht 1, 2 potenzielle Bewerber gemacht. Ich denke mal, das ist alles so die übelste Vetternwirtschaft, echt. Ich habe da 1, 2 Besichtigungen gehabt, so. Ich bin ja auch echt ein charmanter Typ, warum die Leute mich dann nicht nehmen wollen würden, aber sie haben halt einfach, weiß ich nicht so den richtigen Geschmack irgendwie für so eine Leute wie mich, die halt einfach umgänglich sind, nett und so. Weil war ich noch beim Studentenwerk, aber ja, meinen sie auch irgendwie 2 Jahre Wartezeit oder sowas, vor 2 Jahren, ich meine... war ich 2 Jahre jünger. Also ich bin überall durch die Stadt durchgegurkt, durchgerannt, Besichtigungen irgendwie versucht zu kriegen, aber hat halt alles nicht so gut funktioniert. Da habe ich mir gedacht, ja gut, nimmst du einfach den simplen Weg, hast früher öfter mal gezeltet, war eigentlich immer ganz lustig und so, und dann mietest du dir doch mal ein Zelt. Und muss aber sagen, mein Vermieter ist eigentlich ziemlich schon eine kleine Sack. Was das ganz gut. Ich meine, ich habe jetzt ein ganz geiles Zelt, so, wenn das Wetter gut ist, alles spitze, wenn es schlecht ist, ist es ärgerlich, weil es man wird dauerhaft nass drin, irgendwie ist es undicht, ich dichte es ab und zu irgendwie mal mit Tesafilm ab oder so, aber ist ja auch nicht das Wahre. Weiß ich nicht, und dann, wenn das Wetter schlecht wird, wird es kalt, dann schneit es rein oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, Gottverdammt, da musst du irgendwas gegen machen. Dann bin ich halt in den Hörsaal gezogen, hier Keksdose heißt das Ding, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ist auch um 8 wird es immer schon monströs laut, ey, da habe ich meistens keinen Bock drauf. Ich meine, es ist ganz gut, wenn du eine Vorlesung hast, irgendwie der Weg ist nicht ganz so weit. Wenn es dann halt wirklich in der Keksdose sein sollte. Ich weiß nicht, ich war auch schon mal im GW2, ist eigentlich ein bisschen entspannter hier. Und ja, man hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Aber Dach über dem Kopf wäre schon was Feines. Ja, und wir haben uns dann gedacht, okay, ziehen wir einfach zu dritt ins Zelt ein. Ich meine, okay, man passt zwar kaum alleine rein, aber deshalb haben wir uns so ein ganz revolutionäres Prinzip ausgedacht. Wir machen das Ganze einfach im Schichtbetrieb irgendwie. Ja, also hat jeder am Tag irgendwie 8 Stunden Zelt. Ich meine, ist ideal. Könnt es vielleicht auch mit 2 machen, aber dann wird es halt mit dem Geld ein bisschen heikel. Ich meine, das ist schon ganz schön übel. Und ich weiß nicht, wir haben uns dann halt einfach zusammengeschlossen, also 17 Euro pro Tag. Vermieter macht schon ganz gut Kohlen. Ich meine, wenn man das durch 3 teilt, hat man knapp über 5 Euro. Ich meine, soll, ja, ich studiere Geisteswissenschaft, ich bin da nicht so gut. Ja, ich meine, was natürlich echt super ist an der Uni, ist einfach so der Zusammenhalt. Ich meine, hier gibt es so viele Studenten, auch gerade von weiter weg. Und ich meine, wer jetzt Erasmus-Student ist und hierher kommt, ich meine, hat ja auch keine Ahnung. Plötzlich wird er in so eine Wohnungssituation geschmissen und weiß gar nicht, was hier los ist. Aber ich meine, die Leute sind echt gut. Man versteht halt nicht unbedingt, was sie sagen, wenn sie Sprachen sprechen, die ich nicht spreche. Aber ist ja nebensächlich, ich meine, man hat ja Hände und so. Und kann man mal hier sagen, ey, peace, alles easy und sowas. Kann man... ja, ein bisschen Smalltalk geht schon klar. Nein, okay, es sind da einige Europäer. Man merkt da wirklich, die EU hat was gebracht. Plötzlich europäischer Zusammenhalt. Ich meine, ich hatte neulich so, weiß nicht, ist Schweden überhaupt in der EU? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall in Schweden, der war echt nett, Alter. Und wir haben uns gedacht, Mann, wir haben so kalte Finger. Ich hatte eh noch 1, 2 Kartuschen irgendwie für einen Monat. So. Und dann haben wir uns gedacht, ja, hocken wir uns ein bisschen vom Gasbrenner. Und es war irgendwie Lagerfeueratmosphäre, aber vom Allerfeinsten. Und das, ich weiß nicht, da merkt man dann halt auch irgendwann, dass man
wohnt hier einfach in Deutschland, ist ein schönes Land und alles so schön hier. Und auch an der exzellenten Uni Bremen, ey, wird einem warm ums Herz. Ja, was mache ich so in meiner Freizeit? Ich sammle ganz gern Sachen und so. Ich meine, man ist schon mal in der Uni, Leute lassen ganz gern was liegen und so. Und ich meine, wenn da irgendwo ein Stift liegen bleibt, dann lasse ich natürlich liegen, bin ich bescheuert. Also, Haargummis sind auch ganz cool. Ich meine, da kann man sich Zwillen draus basteln, draußen vielleicht immer versuchen, ein paar Vögel abzuschießen, dass man was zu essen hat oder so. Ja, ansonsten, wenn ich schreiben muss oder so, ich meine, Leute knüllen halt Zettel zusammenschmeißen, die irgendwie weg, aber ich bin ja auch ökologisch nachhaltig, irgendwie, ich hole die dann halt raus, grüssel die auseinander und ich meine, ein Zettel hat zwei Seiten, das checken die meisten Leute, glaube ich, einfach nicht. Weiß nicht, wenn man in der Uni ist, sollte man sowas eigentlich kapieren, aber gut, ist nebensächlich, kann man ja auch auf Rückseite einfach schreiben. Ich weiß nicht, ich porte das ganz gerne, habe ich auch einen Blog so, ich mache mir manchmal sogar 20, 30 Seiten, ich meine, das ist wie ein College-Blog, hallo, völlig verrückt. Mikado, Gesellschaftsspiele, gerade so ein Kram, das war schon immer mein Ding eigentlich. Manchmal nehme ich ganz gern Zahnstocher und Essensstäbe und so, findet man ja irgendwie alles und kann das halt einfach hochnehmen und spielt halt Mikado irgendwie. Das schult die Feinmotorik so ein bisschen, das ist ganz gut auch, gerade zum Schreiben irgendwie, das ist ja auch was mit Feinmotorik. Und Gesellschaftsspiele, ich meine, ich habe schon immer Gesellschaft, finde ich manchmal ganz cool, aber ganz ehrlich, bei Gesellschaftsspielen, eh kein Arsch, irgendwie eine Schnitte gegen mich. So. Spiele lieber mit mir selber, ey. Ja, ich gewinne nicht meistens. Ja, was für Tipps kann man anderen Leuten so geben? Ich meine, ich habe eine ganze Menge Tipps. Ich bin Lebenskünstler, ja, ist klar. Irgendwie, wenn man irgendwie eine Wohnung sucht oder so, sollte man auf jeden Fall früh dran sein. Habt ihr ja gehört mit der ganzen Wartezeit. Ja. Und vorausgesetzt, ihr bekommt keine Wohnung, schaut euch auf jeden Fall die Zelte vorher gut an. Als ich da war, gab es kaum noch irgendwie was in Bremen. Ja, nicht nur Wohnung, sondern auch Zeltnot. Das ist ein bisschen krass. Und vorausgesetzt, ihr findet was Gutes, kostet ein bisschen mehr, legt einfach mit ein paar Kumpels zusammen oder so. Ich meine, ich hatte am Anfang nicht so viele Kumpels, inzwischen natürlich ganzen Haufen so, ist klar. Hier gibt so einiges. Wenn ihr viel Geld braucht, irgendwie haltet einfach die Kosten gering. Ihr braucht überhaupt kein Geld zu verdienen, das ist völlig übertrieben. So, versucht einfach mit dem zu leben, was ihr irgendwie so finden könnt. Ihr findet Stift, ihr findet Zettel, ihr findet einfach alles, komplett alles. Und wenn ihr ein bisschen Luxus braucht, Alter, das ist einfach eurem geistfreien Lauf. Irgendwie, wenn ihr Toilettenpapier braucht, dann halt auf Toilette, holt euch das Zeug. Wenn ihr ein bisschen edler drauf seid, man zweilagiges Papier, zack, einfach zwei übereinander, dreilagig. Ja. Kann man sogar beliebig steigern, wenn man Bock hat, gut, aber ist halt einfach ideal hier. Man kann schon leben wie Gott in Frankreich eigentlich. Ideal.